Ja, herzlich willkommen. Wir sind immer noch im Themengebiet der Vektoranalysis. Und zwar haben wir uns sehr ausführlich mit Kurvenintegralen im Rn beschäftigt. Und heute möchte ich explizit Kurvenintegralen in R3 machen und dort erklären, was Potentiale sind. Ja, vielleicht erstmal nochmal zur Wiederholung. Ich habe es schon mal hingeschrieben. Ja, ein Vektorfeld V ist definiert als eine Abbildung von einer Definitionsmenge, ja, aus R3 jetzt hier, wieder in R3. Ja, und das heißt, und deswegen habe ich auch mal den Pfeil nochmal drüber gemacht, diese Funktion Abbildung ist tatsächlich dreikomponentig. Das heißt, für x, y, z haben wir drei Komponenten. Ja, einmal nennen wir sie V1, V2 und V3. Ja, anschaulich war es so gegeben, an jedem Punkt in dieser Definitionsmenge, in diesem D, also das ist ein Abschnitt im Raum, also in jedem Raumpunkt, der in D liegt, ordnen wir wieder einen Pfeil zu. Und dann hat man so ein Bild, ja, mit vielen Pfeilen im Raum verteilt. Das habe ich ja letztens mal schon mal erklärt. Das heißt, jetzt reden wir aber über was Neues, nämlich über sogenannte Potentiale. So, was es ist, werde ich jetzt eigentlich schon hinschreiben, aber wir werden jetzt erstmal genau was betrachten. Das heißt, wenn wir eine Funktion gegeben haben, oder wenn es jetzt eine Funktion gibt für ein Vektorfeld V, das gegeben ist, und nun gibt es eine Funktion, also wirklich eine Funktion nach R, die auch definiert ist aus diesem Raumausschnitt, aus dieser Definitionsmenge in R3, mit der folgenden Eigenschaft. Naja, wenn wir den Gradienten bilden, und der Gradient wird oft als dieses Nabla gezeichnet, Nabla von F, auch hier mache ich nochmal einen Pfeil drüber, um anzudeuten, ja, das sind jetzt halt drei Komponenten. Und die hängen ab von x, y, z. Und wenn wir also diesen Nabla von f ausrechnen, kommt genau unser Vektorfeld wieder raus. Oder anders gesagt, leiten wir in die x-Richtung ab, kommen wir v1. Leiten wir in die y-Richtung ab, kommen wir v2. Und leiten wir in die z-Richtung ab, bekommen wir v3. Also ganz einfach, wir leiten ab und kommen v raus. Also im gewissen Sinne eine Stammfunktion, nur in mehr Komponenten, in mehr Dimensionen. Ja, und das ist, was man üblicherweise dann nicht als Stammfunktion, sondern eher als Potential bezeichnet. Aber das schreibe ich gleich nochmal auf. Erstmal möchte ich jetzt hier aus dieser Eigenschaft eine wichtige Folgerung, ziehen. Nämlich, nun gilt Folgendes, oder so gilt, sagen wir mal, für eine Kurve, Gamma. Ja, Gamma haben wir definiert als so einen regulären Weg, eine Kurve, die meistens regulär ist, also die auf jeden Fall vor einem Intervall AB in R3 abbildet. Ja, oder sollte jetzt besser in D abbilden, weil wir ja die Funktion, das Vektorfeld betrachten wollen. Aber das soll jetzt implizit zugegeben sein. Jetzt ist erst wichtig, was können wir dann folgern aus dem Ausdruck, wenn wir in diese Stammfunktion, also in dieses Groß F, die Kurve einsetzen. Ja, also das können wir machen, wenn, wie gesagt, Gamma genau dieses D abbildet. Also vielleicht nochmal so eine kurze Skizze. Ja, was ist unsere Kurve? Die startet irgendwie einem Wert Gamma von A, läuft dann halt durch den Raum. Ja, also machen wir das mal grün. Und kommt wieder an den Endpunkt Gamma von B. So. Also das ist natürlich eine ebene Zeichnung, aber das sollte in R3 jetzt stattfinden. Das heißt, das ganze D sollte zumindest so skizzenhaft aussehen. Also D ist jetzt auch wieder diese Definitionsmenge. Gut, das heißt, unsere Kurve läuft in diesem D und demnach können wir das hier, ja, können die Kurve einfach einsetzen. Für jedes T haben wir also hier wieder eine Funktion. Ja, die bildet ab von A. Also eine Verknüpfung, also von dem Intervall AB bildet sie ab, ja, erst nach 3 und von R3 bildet die Funktion f wieder nach R ab. Das heißt, das ist eine Funktion, die von AB, also von Intervall in R, wieder nach R abbildet. Also eigentlich eine ganz normale, eindimensionale Funktion, wie man sie auch schon aus der Schule kennt. Und die können wir ableiten. Und als Ableitung schreibe ich jetzt explizit mal d nach dt, weil wir hier nach dem Parameter t ableiten wollen. So, jetzt lernt man relativ früh in der mehrdimensionalen Analysis eine mehrdimensionale Kettenregel kennen.
Und die ist hier sehr viel wert. Das heißt, wir haben die Verknüpfung von der Ableitung von f in mehr Dimensionen mit der Ableitung von Gamma in mehr Dimensionen. So, was man weiß, ist dann, das ist nichts anderes als das Skalarprodukt von dem Gradienten. Na gut, ich schreibe es vielleicht nochmal explizit hin. Also, das soll der Gradient sein von f eingesetzt mit der Kurve im Skalarprodukt. Das habe ich mit einem dicken Punkt gekennzeichnet. Und dann kommt die Ableitung von der Kurve und die haben wir immer mit einem Punkt gekennzeichnet. Also die Ableitung nach t einfach. Okay, wenn wir jetzt wissen, dass das hier einfach unsere Vektorfeld ist, steht hier nichts anderes als v von Gamma t im Skalarprodukt mit der Ableitung. Ja, ist ganz schön. Was haben wir jetzt damit gewonnen? Naja, das sehen wir jetzt, sobald wir ein Kurvenintegral aufschreiben. Also, das passt hier auf jeden Fall noch hin. Wenn wir jetzt ein Kurvenintegral betrachten, also über Gamma, und dann steht hier ja v im Skalarprodukt mit diesem vektoriellen Linienelement. Ja, das ist so ein typisches Kurvenintegral über das Vektorfeld. Haben wir schon gemacht. So, das übersetzt sich in das Integral AB. So, und dann passiert nichts anderes, als dass wir das in v einsetzen. Also machen wir das mal explizit nochmal im Integranten hier. Also wir setzen die Kurve in das Vektorfeld ein und das ist im Skalarprodukt Gamma Punkt t dt. Also das ist die Definition von diesem Kurvenintegral. Ja, jetzt sehen wir, das ist genau der Ausdruck hier. Das heißt, das kann man schreiben als die Ableitung von dieser Funktion dt. Ja, und das sollte man wissen. Ja, wir haben immer umgekehrte, also Integration und Differenziation sind ja invers zueinander. Das sollte sich also irgendwie wegheben, beziehungsweise wir wissen schon, naja, wenn wir eine Ableitung integrieren, dann können wir einfach die Stammfunktion wählen und die Stammfunktion hier ist dann einfach die Ableitung, die Funktion, die hier steht. Ja, ist genau die Stammfunktion von der Funktion, die wir integrieren wollen, dadurch, dass da die Ableitung steht. Ja, das heißt, was da übrig bleibt, ist nichts anderes als f von Gamma von b, ja, das ist die obere Grenze, minus die untere Grenze. Also tatsächlich sehr simpel. Das heißt, so ein Kurvenintegral über ein Vektorfeld v hängt gar nicht mehr ab von der Kurve Gamma selbst, weil wir am Ende herausbekommen, naja, wir brauchen nur den Endpunkt. Und ziehen dann ab wieder vom Anfangspunkt. Ja, das heißt, beziehungsweise umgekehrt. Ja, wir setzen f von Gamma b und minus f von Gamma a. Das heißt, die Differenz von dem Wert am Endpunkt minus dem Wert am Anfangspunkt. Ja, das ist gegeben. Das heißt, das Bild hier ist ganz gut. Der Wert dieses Kurvenintegrals ist gar nicht abhängig davon, ob wir jetzt den Weg gehen, den wir hier grün gezeigt haben, oder den Weg hier in rot. Ja, das am Ende kommt es ja nur darauf an, wo sind wir gestartet? Das ist der Wert hier. Und wo kommen wir an? Das ist der Wert da hinten. Und die Differenz dazwischen ist genau der Wert des Kurvenintegrals. Ja, also tatsächlich, dieses Kurvenintegral ist, wie man sagt, wegunabhängig, dadurch, dass wir so eine Funktion f haben. Ja, das heißt, nicht jedes Vektorfeld muss so eine Funktion haben. Wenn es aber so eine Funktion gibt, dann ist dieses Kurvenintegral wegunabhängig, hängt nur vom Endpunkt und Anfangspunkt ab. Und der Wert ist genau durch die Differenz gegeben von dieser Funktion f. Ja, die muss man natürlich dann kennen, wenn man einen Wert berechnen will. So, jetzt schreibe ich noch auf die neue Folie, wie jetzt so diese Funktion f heißt. Also solch ein f, also das als Definition, solch eine Funktion f kann man jetzt Stammfunktion nennen. Der übliche Begriff ist aber der eines Potentials. Ich schreibe jetzt mal beides hin. Heißt Stammfunktion beziehungsweise Potential zum Vektorfeld V. Ja, ist natürlich nicht eindeutig bestimmt. Wie auch eine Stammfunktion kann man immer Konstanten darauf addieren. Deswegen würde man von einem Potential oder einer Stammfunktion sprechen. So, ganz wichtig jetzt, das auch in Anwendungen oft kommt, so ein Vektorfeld, das solch eine
Stammfunktion bzw. so ein Potential f hat, nennt man dann üblicherweise konservativ. Ja, das sind dann die üblichen Begriffe, die man dann findet. Ja, man sagt, ein konservatives Vektorfeld hat so eine Stammfunktion, damit kann man so ein Kurvenintegral leicht ausrechnen. Ja, und so eine Funktion f, die genau das erfüllt, dass der Gradient von f das Vektorfeld ergibt, nennt man dann ein Potential. So, jetzt möchte ich einen der wichtigsten Sätze nennen, aber nicht beweisen. Wie kann ich jetzt überprüfen, ob es so ein f gibt, ohne dass ich es explizit angeben muss? Wichtiger Satz möchte ich natürlich sagen hier. Das ist ein gutes Kriterium. Dadurch, dass man das f, wenn man eins erraten kann, ist es natürlich leicht nachzurechnen, dass es stimmt. Ansonsten muss man im gewissen Sinne ja mehrmals integrieren, um solch ein f zu konstruieren. Und nun bietet sich ein Satz an, der uns die Konstruktion quasi abnimmt, sondern wir wissen durch Ableiten von v entsprechend, ob es so eine Funktion f geben kann. So, und der lautet folgendermaßen, also auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet einfach zusammenhängend, werde ich jetzt gleich noch mal kurz erklären. Also ist jetzt ein Gebiet in R3. Ja, Gebiet heißt hier offen und zusammenhängend. Und einfach zusammenhängend kommt noch dazu. Einfach zusammenhängend kann man sich irgendwie merken. Das heißt irgendwie, es gibt keine Löcher. Die genaue mathematische Definition ist ein bisschen komplizierter. Aber für so die Anwendung reicht es erstmal zu sagen, es gibt keine Löcher. Das heißt, wenn das unser G ist, dann soll es jetzt kein Loch in der Mitte geben. Ja, das kann jetzt klein, groß sein. Also das da Bild wäre ein G, was nicht einfach zusammenhängend ist. Ja, keine Löcher. So sollte man sich merken. Genaue mathematische Definition kann man auf jeden Fall nachlesen. Empfehle ich auch. Aber erstmal für die Anschauung. Naja, es ist einfach zusammenhängend. Es gibt halt keine Löcher. Alle Kurven, die geschlossen sind, kann man irgendwie immer kleiner zusammenziehen. Die werden sich nicht um ein Loch herum binden. Das ist, was man braucht. Das heißt, man kann nicht einfach den ganzen Raum nehmen und dann halt eine komplette Ebene aus der Mitte herausnehmen und so, dass irgendwelche Löcher entstehen. Also hier ist natürlich ein zweidimensionales Bild. Ja, in drei Dimensionen kann man sich das entsprechend genauso vorstellen, dass man ja das so zylinderförmig nach oben und unten erweitert. Ja, aber das geht natürlich auch in zwei Dimensionen vom Begriff. Aber jetzt sind wir in R3, also es gibt keine Löcher. Und dann hat ein Vektorfeld ja, auch da mache ich nochmal den Pfeil drüber. Das definiert es auf diesem Gebiet. Genau, dann ein Potential. Das heißt, es ist ein konservatives Vektorfeld. Ja, wenn wir die Ableitung bilden, ja, also es muss natürlich differenzierbar sein, das sollten wir vielleicht mal hier noch hinzufügen. Also stetig diffbar. Das ist, was man meistens gegeben hat, aber wenn man stetig Differenzierbarkeit hat, kann man die Ableitung bilden. Ja, das schreibst du jetzt mal so in der allgemeinen Formulierung hin. Die j-te Komponente leiten wir nach der Kartenvariable ab. Und das gleiche machen wir umgekehrt, das heißt die k-te Komponente von v leiten wir nach der j-ten Variablen ab. Und zwar für alle j, k hier von 1 bis 3. Ja, weil wir in drei Dimensionen sind. Man kann das für beliebige Dimensionen erweitern. Das heißt, man überprüft einfach, ob man diese j-ks hier vertauschen kann. Das übereinstimmt. Warum ich es jetzt für drei Dimensionen aufgeschrieben habe, hat einmal die Bedeutung, dass man oft das in Anwendung hat. Andererseits hat es eine sehr gut äquivalente Formulierung in drei Dimensionen, weil man dort die Rotation hat.
Das heißt, das hier, wenn das in drei Dimensionen übereinstimmt, ist das äquivalent dazu, dass die Rotation des Vektorfeldes verschwindet. Ja, das ist hier der Nullvektor. Also kurz gesagt, habe ich ein einfach zusammenhängendes Gebiet, zum Beispiel den ganzen Raum, oft ist das Vektorfeld ja auf dem ganzen Raum definiert, dann muss ich nur die Rotation von V ausrechnen und weiß direkt, ob es ein konservatives ist oder nicht. Ja, und deswegen hier auch genau dann. Der Satz ist sehr schön formuliert und auch nicht so leicht zu beweisen. Aber dies genau dann sagt auch, wenn die Rotation 0 ist, ist es konservativ. Wenn die Rotation nicht 0 ist, dann ist es genau nicht konservativ. Hat also gar keine Stammfunktion. Ja, also das ganz ein grober Überblick über Potenziale. Ich werde jetzt in der nächsten Aufgabe mal zeigen, wie man diesen Satz anwendet und auch wie man ein Potenzial mal explizit ausrechnet.